Ja, im Wo kommt ihr her? Bayern. Also, Bayern. 13 Grad Regen. Wer in Dunkeldeutschland wohnt, der. Du bist der Magdeburg-Fan, oder? Was ist Dunkeldeutschland? Sachsen? Nee, was ist Dunkeldeutschland? Nee, eigentlich der Osten, aber ich hab's mal schnell umgewandelt. Ich lag gar nicht so weit daneben. über die Bayern sagt man ja auch immer so seins. Von daher hat das ganz gut gepasst. Das konnte man adaptieren. Wir essen halt Kinder. Ne? Ja. Aber nur mit Weißwurstsenf, das ist klar, und Brezen dazu. Und ein kühles Weißbier. Also wenn schon, dann schon, ja. Boah, ey, da gehen die mir auf die Socken. Das könnte jetzt ein Juicy Rifle Mate werden. Oh, nein. Was? Oder nicht. Achso, lol, okay, hast du einiges getroffen, okay. Ist so ein 0815 Chicken Wing größer als ein normales Chicken Wing oder ist es kleiner als ein normales Chicken Wing? Oder ist es das normale Chicken Wing? Das ist fraglich. Ich glaube, du hast die kein Bier vor vier Regel nicht befolgt, oder? Was ist denn los, Mann? Jetzt ist vier, jetzt dürft ihr ganz aufmachen. Nee, das bezieht sich aufs Alter, weißt du? Wie lange das Chicken Wing schon rumliegt, oder wie? Nee, das Bier vor vier. Ach so, okay. Ups. Oh, das ist schon wieder ein Sauhaufen hier, das ganze Haus ist. Der hat den Hurensohn gelesen und hat sich gleich beleidigt gefühlt, denke ich. Nein, er konnte ihn nicht lesen und deshalb ist er gegangen. Mit so einem unfreundlichen Herrn spiele ich nicht zusammen. Zack, Alter, ja. F4. Ja. Warum heißt die Karte eigentlich White Ball Express? Weil Hashtag Black Lives Matter. Okay. Keine Ahnung, Frank Sturm hat da, warum das heißt. Ich habe übrigens eine Bewegung ins Leben gebracht. Ne, was hast du gesagt? Ich sagte Hashtag Black Lives Matter. Deshalb heißt sie White Ball Express. Was ist los mit dir? Ja, ich habe eine Bewegung ins Leben gebracht, die heißt Hashtag White Lives Matters. Ja, finde ich auch top. Ich wollte schon lange eigentlich einen Club für polnische Prostituierte gründen, dass die bessere Rechte haben in Deutschland. Das passt, es scheitert nur daran, ich kenne halt keine polnischen Prostituierten, das ist halt das Problem an der Sache, deshalb ist das halt im Keim erstickt worden. Na, dann mach doch einen für tschechische Prostituierte auf, Mensch, dann läuft das Ding noch wie Sau bei dir. Ja, stimmt, ich bin auch noch an der bayerisch-tschechischen Grenze, easy going. Du musst ja schauen, wo man bleibt heutzutage, weißt du? Machst ja nichts. Du kriegst trotzdem was. Kannst dir gleich noch was aufmachen für die Meth-Labore. Bessere, ja, finde ich auch. Das ist die bessere Arbeitsbedingung, so. Richtig, genau, ja. Ja. Dass die mal also einen besseren Stundenlohn bekommen. Mindestlohn für mich. Ja, genau. Mindestlohn für vietnamesische Meth-Kocher. Also das ist... Ja. Okay. Ich meine, ich finde das jetzt ja nicht lustig, dass ihr meine Bewegung so aufzieht und die nicht ernst nehmt, aber... Also, Entschuldigung, also ich darf mal wissen, das habe ich ja überhaupt nicht gesagt, ja. Gut, ich habe also heute, hab heute so ein gutes Video gesehen. Oh. Ich habe eben gerade 3 Eis gegessen. Jetzt bin ich auch ein bisschen voll, Leute. Man kann es auch übertreiben. Der eine oder andere würde sagen, ein bisschen viel gewesen. Oh, einiges los, ey. Warum habt ihr euren Fuel nicht hier, Noobs? Den haben wir gerade eben verloren. Maullappen. Frage ist, warum machst du deinen WP nicht? Das brauche ich nicht. Viel wichtiger, wir wollen ja hier schnell durchkommen. Schöner Push. Fangt ihr jetzt gleich an, miteinander rumzumachen, oder? Alter, wir sind schon voll dabei. Merkst du, das Popo schon wieder eifersüchtig? Ja, ich merk's auch gerade, ja. Nur weil es keiner zu ihm sagt, wird er ja gleich zündig, gell? Hey Pop? Wieso hast du die Muni noch nicht? Da ist jetzt ein Sieger getrunken, wenn die nicht genommen wird. Das ist interessant. Das würde ich auch mal gerne wissen.
Das möchte ich auch mal gerne wissen. Sagen Sie mal was dazu. Ja? Streng genommen ist es ja mein Verantwortlichkeitsgebiet, ne? Kein Kommentar. Das ist ja der Flügelspieler. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Das ist ja beides Lappen. Noch nicht mal den Punkt wieder gekappt. Ja, noch nicht mal den verdammten Punkt gekappt, ja? Und schon permanent auf die Kacke hauen. Das ist genau das Richtige. Ah. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Sollen sie da bleiben, wo der Pfeffer wächst auf ihrer blöden Insel? Na. Fängen sie dumm, ey. Kann man mal ja. Hans fragen das in seinem Container. Wo lebt der eigentlich? Das sieht so komisch aus. Lebt der richtig im Container? Weil es sieht so aus. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, oder? Es gibt ja so Wohncontainer, ist ja nicht, ist ja nichts Ungewöhnliches. Was denn für ein Container? So ein Wohncontainer. Der streamt doch immer aus so einem komischen Container da. Ich dachte, der. Fühle Hauptquartier. Ich dachte, der ist einfach nur so eine kleine Speisekammer oder irgendwas in der Richtung. Nee, der hat ein Fenster an der Seite drin. Nee, der wohnt da. Ja, es ist schon echt, es gibt so Wohncontainer. Wir hatten die ja früher im Gimme auch, wo uns der Platz ausgegangen ist, haben sie uns so Container hingeklatscht, dass man noch im Oberkreis. Kann sein, weiß ich nicht. Ich höre dem nicht zu. Mich triggert seine Frisur. Das letzte Mal hat sie mich wieder so getriggert, dass ich ausschalten musste. Alter, mich triggert sein Bizeps. Was ist denn mit ihm los? Hat halt keinen. Bizeps? Ja. Ich hab's dann. Ja, okay, gut. Mich triggert sein Bizeps. Ich hab einmal gesehen, wie er so den Arm nach oben gestreckt hat. Was ist denn das, Alter? Das ist ja mein kleiner Finger. Unglaublich. Ja? Unglaublich.